Salut, wie sind wir heute? Sind wir im Park Regional des Vosges du Nord und erwachsen für euch von einem ganz besonderen Haus. Letzte Rede, wir haben seit heute. Sechs von diesen Hütten sind auf der GR 53 zwischen Weißenburg und Sovre installiert worden. Wie und warum, das sehen wir jetzt gleich. Salemoa ist in Beredol die Landschaft vom Frust bedeckt. Der Pfad GR 53 geht hier an den Zinsel entlang. Am Rand steht ein kleines Holzheißel. Was aber rausstarrt, ist der rote Streifen, der auf der Seite gemalt worden ist. Der GR 53 ist die Route 4. Und dass man daran denkt, dass es die Route 4 ist, ist halt die Route, die dran kommt. Manche passt nicht so richtig, auf mir passt eigentlich ganz gut, weil es ist effektiv etwas wie uns daran gemahnt, dass wir da oben GR 53 sind. Das Häusl ist Uet genannt worden. 5 Quadratmeter groß, Karte, die explizieren, wo man ist und was man in der Geschichte entdecken kann. 6 von diesen Häuseln sind auf der GR 53, die von Weißenburg auf Zovre geht, vom Parc Naturel des Vosges du Nord installiert worden. Das ist 1897. Und auf der Grund ist wahrscheinlich auch der größte, der längste. Und wie noch auf der GR 53. Und unten ist bis auf Nice, enfin, wie noch das ganze Frankreich, der Est von Frankreich unten ist geht. Also ist es wie wir keine froh sind, dass wir das im Park haben und dass es bekannt ist und dass die Leute so gut wie möglich nicht frequentieren und dass, wenn sie nicht frequentieren, auch Dinge finden, wie eine Gefolterung. Die Hütte sind von einem lokalen Schreiner aus Lubstein und von Architekten ausgedenkt worden. Solz kommt aus der Nordvogese. Ein lokales Produkt also, wo sich sie da 2 Jahre schnell entwickelt. Bis jetzt ist ein Viertel, nicht ganz ein Viertel von unserer Arbeit im Jahr. Aber vielleicht in nächsten Jahr oder in 2 Jahren wird es die Hälfte von unserer Arbeit, hoffentlich, wenn wir schon dran sind. Dann neben der Hütte auf dem Vogesenpfad entwickelt der Betrieb Häusle, wo bis 40 Quadratmeter groß sind und wo als richtige Wohnhäuser dienen können. C'est quelque chose qui est destiné plutôt soit un studio étudiant, donc l'idée c'était de remplacer un peu la chambre du Crous. C'est autonome, il y a sa petite salle de bain, sa petite cuisine, donc ça peut vraiment fonctionner comme un mini habitat. Ou alors c'est soit de l'habitat insolite pour faire de la location, du gîte. Ou alors ça peut être aussi une dépendance, un bureau par exemple, ça se prête très bien à créer des bureaux en ces temps de télétravail. Et l'avantage, c'est que ce modèle-là, précisément, arrive fini. C'est-à-dire qu'il est sur le camion terminé, on le grute, on le pose, on raccorde électricité, chauffage, et on est beau. Was gut ist, wir können häufig im Atelier machen. Nous haben die Leute, die nicht draußen arbeiten. Und das ist gut. Und nous können wir bessere Qualität machen bei uns im Geschäft. Zurück auf der GR 53. Dort sind so bloßiert worden, dass die Öffnungen einen wunderbaren Blick auf die Landschaft anbieten. Manche sind in den Dörfern installiert worden, andere mitten in der Natur. So, du kennst den Häusl sehen, wie Gebäude ist worden vom Park. Das ist der Fall von der Hütte von Niederbronn, die am Fuß vom Schloss Weißenburg angesetzt worden ist. Das macht den Leuten eine schöne Wahrheit Zeit. Das ist etwas Wichtiges. Donc, effektiv, der Häusl, der Platz weiss auch mal, dass die Leute auch nicht kennen sitzen. Weil manchmal sind auch Leute, wenn es reicht, wie gar ein bisschen ins Drucken wollen sitzen. Ich habe schon nachts so angerufen, ob man an dem Platz schlafen kann, wie ein paar Häusl im Wald sind. Donc, es sind viele Leute, die auf dem Weih laufen. Und davon jetzt wieder so etwas machen, ist immer interessant. Das ist eine Generationsaffäre. Jetzt müssen wir schauen, wie wir gesagt haben, ein paar Jahre, ein paar Monate, wie die Leute sich ereignen. Wir sind ein bisschen schön natürlich, denn zwischen den alten Monument ist natürlich der Unterschied ist ein bisschen groß. Aber wir sind auch positiv, denn ich finde, die Idee ist eine gute Idee. Denn wir haben eine so schöne Landschaft bei uns, dass es schon wunderbar ist, dass wir alles machen müssen, dass die Leute zu uns kommen. Alle die Hütte sind auf lange galvanisierte Pfähle geschraubt worden, ohne Beton, ohne Fußabdruck auf den Boden. Sie gelten heute wie ein Signal, mitten in der Natur. Ah,
Frau lebt lieber auf dem Land, das in der Stadt. Wir haben jetzt Rendezvous für unsere Frau oder Fresh mit dem Thomas Schwob, als Gärtner in Geisspitze. Ich bin der Thomas, ich komme von Geisspitze und ich arbeite den Espacewerk von meinem Dorf. Ist es schwere Arbeit? Es geht. Das Einzige, wie mich schiessen macht, ist so ein Krüderrüssris in der Hundsbohle. Bist du frach oder frisch? Ich bin frach. Mit wem? Mit der Person, die mich schiessen machen. Mit oder ohne? Mit. Mit was? Mit Speck. Würstchen aus für Kräut. Grumbeere oder Achtäpfel? Achtäpfel. Bier oder Mineralwasser? Mineralwasser. Trinkst du Bier? Picon, aber Bier habe ich nicht so gern. Was vertraust du nicht im Elsass? Die viele schon dort Stockungen, wie wir im Dorf. Meer oder Paris? Paris. Schwimmst du nicht gern? Nein, ich kann nicht schwimmen. Stadt oder Land? Land. Ist Stadt nicht gern? Nein, es ist zu groß und nur Beethoven interessiert mich nicht. Hast du einen Hof genommen? Das Bolldüsse. Schnell oder langsam? Schnell. Ja, schnell. Ich hab gern, was schnell geht. Gehst du schnell? Ja, ziemlich. Für Schaffen, ich habe Angst, ich kann nicht genügend machen. Kurz oder lang? Kurz und gut.